Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Computer Craft Lehrstunde. Wir sind heute bei Part 4 unserer Tutorial-Serie zu Computer Craft. Wir befinden uns wieder in unserer Dunkelkammer. Draußen scheint die Sonne. Egal, wir sind Nerds. So. Gehen wir doch mal in Medias Res und heute geht es um das Thema Funktionen. Was ist denn eine Funktion? Eine Funktion ist ein Hilfsmittel, und zwar ein sinnvolles und gutes Hilfsmittel, um Programmcode zu vereinfachen, um Sachen in Teile zu splitten. Und es ist zum Großteil auch nicht wichtig, die Funktion an sich zu verstehen, sondern nur zu wissen, was man in die Funktion reinsteckt und was wieder herauskommt. Man muss auch nicht mal die Funktion dazu wissen, wie sie genau funktioniert. Man kann sich das Leben einfach damit einfacher machen. Der Code ist in vielen Punkten deutlich lesbarer. Eine Funktion ist eigentlich gar nichts Schwieriges. Wir gehen einfach mal Function Test 1. Genau. Eine Funktion ist ganz einfach aufzubauen, und zwar einfach mit dem Schlüsselwort Function. Function Name, Klammer auf, Klammer zu. Dann hier wird was gemacht. Und dann kommt hier ein AND hin. Und das ist dann schon mal eine Funktion. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man die Funktionen verwenden könnte. Deklarieren könnte mit Function Name gleich Function und hin und her. Gefällt mir nicht. Das hier ist eher so, dass, wie man es aus anderen Programmiersprachen kennt. Es ist eigentlich egal. Wie gesagt, das ist eher der Weg, den ich persönlich präferiere, weil er einfach schön ist. Was man machen kann, ist, man kann sagen, Function, also schreiben wir es mal ein bisschen anders. Zweite Funktion ist gleich Function Name. Das geht auch. Damit hätten wir eine Funktion quasi dupliziert, weil eine Funktion wird in Lua quasi wie eine ganz normale Variable verwendet. Damit wird die Funktion kopiert. Ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Wir brauchen es jetzt hier auf jeden Fall nicht. Deswegen schmeißen wir den Mist einfach mal weg. So, um der Funktion ein bisschen Leben einzuhauchen, machen wir einfach mal gleich eine Funktion. Der Funktion übergeben wir etwas, einen String, aber wir nennen sie ein bisschen anders, weil Function Name ist eine doofe Name. Meine Funktion. So. Dann machen wir hier in der Funktion, machen wir den Mist mal weg hier, write, Klammer auf, string, Klammer zu. Was diese Funktion macht, ist, glaube ich, eben klar. Sie gibt einfach das, was in der Variable str drin steht, aus. So, und um die Funktion aufzurufen, machen wir folgendes, meine Funktion, das ist eine tolle Funktion. Ausrufezeichen. Na, jetzt wechselstellen. So. Speichern. Exit. Function Test 1. Oh. Function Test 1. Ha. Und schon funktioniert es. Super. Ist ja auch. Ganz schwer, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber man weiß zumindest mal, was eine Funktion tut. So, was man jetzt noch machen kann, ist zum Beispiel, man kann, das ergänzen wir jetzt einfach mal hier, genau, und zwar, falls die Funktion, ich tippe einfach mal und ihr schaut einfach mal auf den Bildschirm. Falls der Typ der übergebenen Variable, ne? Das wollte ich jetzt aber nicht. Ganz klar. Moment.
So, Bildschirmlupe hat sich hier mit reingemischt. Soll sie doch gar nicht. Okay, also. Wir waren stehen geblieben bei if type str entspricht ist gleich ne, entspricht aber andersrum so rum, falls das hier ein String ist, was dabei rauskommt oder was wir übergeben, dann return end. Ansonsten soll er bitte hier den String ausgeben. Schau, machen wir, dass das auch stimmt. So, meine Funktion. Und jetzt übergeben wir der Funktion true. Also das Ding macht jetzt auch nicht mehr wie vorher. Was man aber damit machen kann, ist zum Beispiel, man kann überprüfen, ist das, was ich der Funktion übergebe, auch tatsächlich das, was ich erwarte. Das ist quasi so eine Art Eingangstest und nur wenn das, was reinkommt, dem entspricht, was ich haben möchte, dann macht das auch tatsächlich. Dann kann man zum Beispiel hier auch einen entsprechenden Return-Wert noch übergeben und ähnliche Geschichten. Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, nichts Dramatisches, eigentlich kein großer Weg. Dann nehmen wir mal. So, und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist eine Funktion. Einfach Funktion 3. Eine Funktion hat natürlich auch einen Rückgabewert. So. Und zwar die Funktion random number hat einen lokalen Wert math.random 0,10. Ihr müsst jetzt nicht gleich verstehen, was Math Random ist, aber vom Prinzip her kann man das auch gleich verstehen. So dramatisch ist das nicht. So, und dann übergeben wir den Wert wieder zurück und beenden das Ganze, die Funktion. Und dann sagen wir, local num ist random number, Klammer auf Klammer zu. Print auf die Nummer ist Punkt Punkt Num. Print in Rand steht nix. So. Und jetzt rufen wir das einfach mal auf. Ist 10 und woher kommt die 204 aus Rand? Die hat er sich irgendwo hergezaubert, weil das ist nicht das gleiche wie das, was da oben steht. Und da kommen wir wieder genau zu dem Punkt. Was hier der Fall ist, ist das Wichtige, das ist das Local. Local begrenzt die Gültigkeit von Variablen. Das, was wir hier unten ausgeben, dieses Rand hier, das ist irgendwas. Woher das zieht, wissen wir nicht. Denn die Gültigkeit der Variable Rand ist nämlich nur hier oben innerhalb der Funktion und nicht mehr hier unten. Ansonsten müsste in der Variable Rand hier unten hier das gleiche drinstehen wie in Num. Tut's aber nicht. Also wichtig, local. Local bedeutet, wir grenzen den Gültigkeitsbereich von Variablen ein. Ganz wichtige Lektion, ganz, ganz wichtig. Deswegen immer darauf achten, wo sind eure Variablen gültig, wie weit sind sie gültig und wo braucht ihr sie überhaupt. Extensives Verwenden von Local erleichtert euch an vielen Ecken und Enden die Verwendung. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und mit den Funktionen wird man auch noch sagen. Und das ist wichtig, dass man mit Funktionen relativ viel macht, weil das macht den Code deutlich übersichtlicher und bringt euch auch ein Stückchen weiter.
Das sollte es gewesen sein für die Folge 4, wo es um das Thema Funktion geht. Ist nur ein kleiner Überblick. Wir werden auf Einzelnes noch ein bisschen weiter eingehen. Keine Angst, wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.